schön. Ich will mit etwas Positivem beginnen. Die Linke feiert heute Geburtstag. Sie wird 7. Und das schönste Geschenk zu diesem Geburtstag hat uns Angelika Klein gemacht. Angelika Klein ist gestern zur 7. Landrätin gewählt worden, die Linke stellte, bundesweit in Mansfeld-Südhaßen mit herausragenden 80%. Ich gratuliere ihr nochmal sehr herzlich. Ich habe das natürlich auch schon vor dieser Pressekonferenz getan. Das ist ein wunderbares Zeichen über die politische Verankerung der Linken vor Ort. Und ich bin sicher, dass wir am kommenden Sonntag nochmal in einer Landratswahl ebenfalls einen Wahlsieg feiern können. Ich will etwas sagen zu den Äußerungen des Bundespräsidenten. Das, was Herr Gauck mitgeteilt hat zur Beteiligung an Militäreinsätzen im Ausland, ist nicht nur erschreckend, sondern es ist auch extrem gefährlich. Keine militärische Auseinandersetzung der letzten Jahre hat zu dem immer wieder versprochenen Erfolg geführt. Wir können dieser Tage in den Irak schauen und sehen dort die verheerenden Konsequenzen der Entwicklungen der letzten Jahre. Gescheiterte Staaten bleiben zurück. Das sollte der Bundespräsident wissen und kennen und bei seinen Äußerungen berücksichtigen. Im Übrigen sollte er sich auch der Tatsache bewusst sein, dass er mit seinem Plädoyer für mehr Auslandseinsätze und einem Engagement der Bundeswehr im Ausland gegen die große Mehrheit der Bevölkerung in der Bundesrepublik argumentiert. Lassen Sie mich zudem auf den Punkt Menschenrechte verweisen. Es wird immer wieder in diesen Debatten darauf hingewiesen, dass es um die Durchsetzung von Menschenrechten ginge bei solchen Einsätzen. Ich wünschte mir, dass mit gleicher Intensität das Thema Menschenrechte mal mit der Frage der Rüstungsexporte verbunden wird. Dort ist Deutschland kräftig dabei. Das haben wir dieser Tage erst wieder gehört und die aktuellen Zahlen zur Kenntnis genommen. Dort scheint das Thema Menschenrechte überhaupt keine Rolle zu spielen. Nächste Bemerkung zum Thema NSA. Auch hier haben wir Nachrichten zur Kenntnis genommen in den letzten Tagen. Offensichtlich, so die Meldungen, gibt es eine langjährige und sehr feste Zusammenarbeit der NSA mit den deutschen Geheimdiensten. Sie sind offensichtlich integraler Bestandteil der Überwachung seitens der NSA. Insofern wäre es angebracht, nicht mehr über die NSA-Affäre, sondern über die Geheimdienst-Affäre hier bei uns zu reden. Der Vorschlag des Chefs des NSA-Untersuchungsausschusses, dieses mit Priorität zu verhandeln, ist deswegen auch völlig richtig. Wenn offensichtlich mit Unterstützung des BND oder seitens der Bundesrepublik Tötungen mit Drohnen im Ausland realisiert werden, ist das inakzeptabel und im Übrigen strafbar. Und wenn 200 US-Diplomaten ihren Status hier in der Bundesrepublik nutzen, um sich an der Spionage zu beteiligen, ist auch das schlicht unvorstellbar und kann so nicht weiter geduldet werden. Die Enthüllung, die vor allen Dingen ja durch Edward Snowden in Gang gebracht worden sind, sind jetzt seit über einem Jahr im Raum. Es gibt de facto keinerlei Konsequenzen, die die Bundesregierung bisher daraus gezogen hat. Daraus kann ich nur den Schluss ziehen, dass sich die Bundesregierung sehr wohl darüber im Klaren ist, dass sie hier offensichtlich zu den Tätern gehört und nicht zu den Opfern der Überwachung, wie zum Beispiel durch die Überwachung der Bundeskanzlerin. Letzte Bemerkung, und damit komme ich zu dem Eingang der Pressekonferenz. Heute ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass sich alle freuen können auf ein spannendes Spiel. Über den Ausgang werde ich hier keinen Tipp abgeben. Ich habe auch als Wahlkampfleiter nie Tipps abgegeben zu Wahlausgängen und werde mich auch heute daran halten. Ich hoffe, wir haben alle unsere Freude. Dankeschön.